Locos, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Q&A, aber ein bisschen anders. Ich werde in Discord gehen und egal wie unangenehm die Frage ist, ich werde sie beantworten. Das heißt, heute nur unangenehme Fragen. Ich habe ein bisschen Angst, bin ein bisschen nervös. Aber ich glaube, es gibt auch so ein paar Sachen, die ihr noch nicht über mich wisst, die ich gerne sagen würde. Aber ich hoffe, die Fragen werden auch gut, weil das kann ich ja nicht beeinflussen. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Vielleicht mache ich das mal mit meiner Mutter oder meinem Bruder oder meinem Vater. Er hat sich ja jetzt auch gezeigt. Hier ist ein Bild von meinem Vater, als er sich das erste Mal gezeigt hat. Justin, zeig es. Da ist er! Da ist mein Papa! Aber ich muss noch mal kurz Credits rauslassen. Eli hat ein Q&A gemacht und Sydney. Und dann dachte ich mir so, okay, wie kann ich auch eins machen? Ich mache auch eins mit den unangenehmsten Fragen, die es gibt. Wir gehen in den Discord-Chat. Okay, okay, stell deine Frage. Was ist deine Frage? Du darfst alles fragen, was du willst. Ja, was ist dein Bodycount? Ja, direkt zu Anfang so eine respektlose Frage, ne? Was würdest du glauben, was mein Bodycount ist? Null, weil du würdest keine bekommen halt. Also, mein Wichser, mein Bodycount liegt bei 5, Chat. Und ich werde jetzt auch erklären kurz, weil ich komplett ehrlich sein möchte in dem Video, wie diese 5 zustande gekommen sind, okay? Hier war Hamed Erstbesitzer. Wie alt war Hamed dabei? 18. Ist sehr, sehr spät für hier in Deutschland, ne? Ich finde es nicht schlimm. Ich bin sogar ein bisschen stolz, dass ich das erst so spät hatte. Aber als ich jünger war, habe ich mich geschämt dafür, als ich so 17 war und noch nichts hatte, weil alle im Umkreis hatten schon. Müsst ihr nicht. Wenn ihr später ihr habt, desto cooler ist das meiner Meinung nach, weil man sollte sich immer aufheben für eine Person. Und das war auch meine erste Freundin. Und ihr wisst ja, dass ich mich so vor 4 Monaten oder so getrennt habe. Und dann kamen halt die anderen 4. Ne, aber das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. So ist mein erstes Mal zustande gekommen und dann, ja. Nächste Frage. Meine Frage ist, pinkelst du unter der Dusche? Digga, immer. Also, was heißt, also immer, wenn ich muss, pinkel ich unter der Dusche. Ist das nicht normal? Nein. Hallo, hallo, hallo? Moin. Moin, wie ist dein Name? Enrico. Enrico? Ja, mach Cam an. Das ist bestimmt nicht hässlich. Allein bei dem Namen wusste ich, dass du gut aussehend bist. Ich wusste schon vorher. Aber deine Frisur erinnert mich an einen Deutschen irgendwie von früher. Was war das Unangenehmste, was hier auf YouTube passiert ist? Ich war mit einem relativ früh mit einem FIFA-YouTuber auf Discord und ich zusammen, damals war ich noch sehr, sehr klein. Und dann hat dieser FIFA-YouTuber mir gesagt, ja, ich würde ein Video mit dir aufnehmen und so. Und ich bräuchte keine Hoffnung haben, kein anderer FIFA-YouTuber würde jemals mit mir aufnehmen. Ich könnte ihm nur helfen, da ich ein bisschen Reichweite auf TikTok hatte. Und dass ich ihm da helfen soll. Und ich war so, Digga, was geht hier ab? Ich wurde einfach krank beleidigt einfach in diesem Call. Meinte, niemals würde irgendwer anders mit mir aufnehmen und dass ich ihn pushen sollte dann auf der anderen Plattform. Ich werde den Namen nicht nennen, aber ich werde so ehrlich sein, das war das Unangenehmste, was mir passiert ist. Ich möchte natürlich auch keinen schlecht reden oder so. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, dass es keine Person ist, mit der ich dann jemals was gemacht habe. Ich habe einfach dann nichts mit dem aufgenommen. Darf ich dir auch eine Frage stellen? Du hast mir auch eine gestellt. Ja. Wie hoch ist dein Bodycount? Sei ehrlich. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Meine Frage ist, also hast du schon mal überlegt, auf einer bestimmten Website, also auf einer erwachsenen Website natürlich, ein Abo abzuschließen? Ja, ich habe mehrere. Okay. Was ist daran so lustig? Ah, nix. Es ist normal. Habe ich auch. Ja, ich habe mehrere. Ich sag lieber nicht, Chat. Nein, um komplett ehrlich zu sein, Chat, wir machen hier komplett ehrlich. Ich habe kein Abo auf irgendeiner Blablabla-Webseite, wo man Videos angucken kann. Ich habe kein Abo auf OnlyFans. Ich habe kein einziges Abo abgeschlossen. Aber jetzt schreibt mir nicht in die Kommentare, oh, Hamed Ehrenmann, Hamed dies, Hamed das. Ich habe es nur gemacht, weil ich zahle dafür kein Geld. Sag euch ehrlich, ihr kriegt keinen Cent von mir. Ich gebe euch nicht, ich gönne euch auch nicht. Diese ganzen Frauen sind Multimillionäre geworden durch diese Abos. Ich gönn euch nicht. Nö. Lieber guck ich mir die irgendwo anders an, die Sachen. Hey, so, wow. Warum bist du so laut? Wann und wieso hast du zuletzt geweint wegen was Traurigen? Ich muss sagen, das war jetzt vor ein paar Tagen, Digga. Ich habe Harry Potter Teil 4 geguckt und da ist Cedric Diggory gestorben. Und dann ist sein Vater gekommen und meinte, mein Sohn! Nein! Und dann musste ich weinen. Das letzte Mal, wo ich wegen was Privatem geweint habe, bisschen persönlich, aber dafür ist dieses Video ja auch da. Das letzte Mal, als ich geweint habe, war wegen dem Tod von meinem Onkel. Also nicht an seinem Tod, sondern danach. Meine Frage ist, was dein größter Fehler in deinem Leben war? Ich glaube, mein größter Fehler in meinem Leben war, so naiv zu sein, zu glauben, dass
ein Mensch, der nicht aus deiner Familie ist, für immer in deinem Leben bleibt. Das war, glaube ich, mein größter Fehler. Ich habe ab und zu eine Person, die nicht in meiner Familie war, meiner Familie vorgezogen. Und das dafür schäme ich mich so ein bisschen im Nachhinein. Dass ich so gedacht habe und mir dachte, okay, das geht jetzt gerade vor. Aber Familie ist immer das Wichtigste im Leben. Familie ist die Nummer eins. Man sollte immer zuerst an seine Familie denken und dann an alles andere. Und dann auch erst irgendwann an sich. Auch wenn man selbst natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, um zufrieden zu sein. Aber das war, glaube ich, der größte Fehler in meinem Leben. Ich habe meine Mutter, glaube ich, auch schon oft traurig gemacht. Um ganz ehrlich zu sein, bei uns ist das ja so in der Religion und das bestimmt bei vielen von euch so, dass man seinen Partner, darf man bei uns zum Beispiel selber aussuchen, das ist kein Problem, das sollte auch nirgends so ein Problem sein. Aber meine Eltern ziehen es vor, dass der Partner aus derselben Religion ist. Und ich habe da meinen eigenen Kopf, ich bin euch ehrlich, ich bin da mehr so, ich denke mehr so, da wo die Liebe hinfällt. Und dann je nachdem, wie die Person ist, entscheide ich mich für eine Person. Und ja, deswegen auch meine Antwort, weil ich hatte meine Eltern sehr, sehr traurig gemacht für etwas, was nicht lange gehalten hat. Ja, meine Frage ist, du kurdisch kannst. Ich kann ein bisschen, also sagen wir mal so, ich kann kurdisch, aber ich kann aus meiner Familie am schlechtesten kurdisch. Also sogar meine kleine Schwester kann besser kurdisch als ich. Ich kann zum Beispiel so einzelne Sätze wie er seht ja denim und kann noch. Okay, das hat man immer zu mir gesagt. Ich weiß nicht genau, was es heißt. Ja, hallo. Afmasin, Gurikera. Das so, diese Wörter kenne ich. Ja, darf ich noch jemanden grüßen? Ja, natürlich. Ja. Haha! Oh, scheiße, ich bin selber rausgegangen. Okay, jetzt kannst du wen grüßen. Ich grüße. Nein, Spaß. Sorry. Das war unkorrekt. Nein, das war unkorrekt. Das muss ich sagen. Das war echt unkorrekt, Digga. Das war einer zu viel. Okay, nein, sorry. Es tut mir leid. Okay, sag kurz, wenn du grüßen willst. Ja, ich grüße. Zufrieden in deinem Leben? Boah, die Frage kam schnell rausgeschossen, ob ich gerade zufrieden bin mit meinem Leben. Ich war noch nie zufriedener zuvor. Also momentan muss ich echt sagen, ist so die beste Phase in meinem Leben. Nicht nur, weil ich diese ganzen Sachen durch euch erleben konnte, wie zum Beispiel Katar oder einfach, weil es gerade so gut läuft wegen so YouTube und so. Das ist nicht mal der einzige Grund, sondern ein Geheimnis. Ich bin aus einer Beziehung gekommen, die aufgehört hat. Das hat 1-2 Monate wehgetan. Jetzt ging es mir unnormal, also bin komplett darüber hinweg. Das war auf jeden Fall eine schwere Zeit, aber jetzt geht's mir super. Und meine Familie geht's komplett gut. Ich kann meine Familie unterstützen, das auch extrem geil ist. Und ich fliege bald nach Argentinien, mache mir bald ein Messi-Tattoo. Also gerade läuft ehrlich alles perfekt. Aber es kann nur schlechter werden, wenn man so überlegt. Nur schlechter werden, aber jetzt gerade ehrlich sehr, sehr zufrieden. Okay, meine Frage ist, vielleicht ein bisschen hart, aber hattest du schon mal den Gedanken, Selbstmord zu begehen? Ich glaube, Selbstmord ist ein Thema, über das generell zu wenig geredet wird. Ich hatte noch nie so Selbstmordgedanken, zum Glück. Aber ich hatte schon mal das erlebt, dass wer versucht hat, Selbstmord zu machen. Und das war ein Mädchen aus meiner Schule. Das war sehr, sehr extrem. Und ich glaube, es sind mehr davon betroffen, als man denkt. Weil viele sehr krass darüber nachdenken, es dann am Ende nicht machen. Aber allein dieses darüber nachdenken ist schon sehr, sehr schlimm für diese Mentale. Aber ich sei euch eine Sache gesagt, vor allem wenn jetzt zum Beispiel irgendwer da draußen ist, der dieses Video guckt und darüber nachdenkt. Du bist ein Spast, wenn du das machst. Du bist egoistisch und denkst nicht an andere. Wenn jemand Selbstmord macht, ist nicht das Schlimme, dass du dein eigenes Leben damit zerstörst. Es ist viel schlimmer, dass du das Leben deiner Mutter, das Leben deines Vaters oder das Leben deiner Geschwister oder deiner Freunde zerstörst. Das ist egoistisch, Selbstmord zu machen. Also denkt erstmal darüber nach, bevor ihr an euch selbst denkt. Wenn es euch im Leben scheiße geht und Depression ist auch ein sehr, sehr schlimmes Thema. Ich will das jetzt nicht kleinreden. Es ist schlimm, aber versucht zu jemandem zu gehen, den ihr vertraut, mit dem zu reden und euch dann Schritt für Schritt daraus zu arbeiten mit anderen Sachen, die euch Freude bringen, wie zum Beispiel Erfolg im Sport, Erfolg in etwas, was ihr mögt als Beruf. Wenn ihr unzufrieden auch mit eurem Job seid, scheißt auf den Job und macht etwas, wo ihr wisst, okay, ihr könnt davon leben, aber es macht euch Spaß und es erfüllt euch. Und versucht dann immer, alles so ein bisschen ins Positivere zu rücken, bis ihr nicht mehr diese Gedanken habt. Das ist das Einzige, was ich mitgeben kann. Hast du deinen Mods Weihnachtsgeschenke gekauft? Tatsächlich ja. Oh. Ja, ich bin was also, denn? Hätte man echt nicht erwartet von mir. Ich habe sogar noch eins hier, was ich Güney noch schicken wollte. Güney ist der Einzige, der sein Geschenk noch nicht bekommen hat, tatsächlich. Hey, wie, Digga, ich hab das jetzt nicht eingepackt. Egal. Ich nehme das einfach hier raus.
Bitch! Das sind meine Geschenke für meine Mods. Meine Frage ist, hast du schon mal irgendjemanden beim Bummeln erwischt? Also ich habe jetzt nicht so jemanden schockiert erwischt, aber ich war auf jeden Fall... Ein paar von euch wissen, dass ich mit Umut, Musti, Koray und so im Urlaub war. Es hat sich auf jeden Fall einiges in meinem Zimmer abgespielt. Während ich nicht in meinem Zimmer war und ich bin dann auch nicht in mein Zimmer gegangen, sagen wir so, mehr nicht. Im Griechenland-Urlaub hat einer der 10 Jungs, die mit mir waren, sein Debüttor geschossen. Warum magst du Messi mehr als Ronaldo? Ah, da gibt's, einiges, was ich jetzt sagen könnte. Aber ich glaube, es liegt auf jeden Fall nicht nur am Aussehen, das kann ich sagen. Es liegt nicht nur an Messis Aussehen, es liegt einfach daran, dass Messi meiner Meinung nach nicht nur der bessere Spieler ist, er ist einfach kein Mensch. Wenn Ronaldo der beste Spieler der Welt ist, dann ist Messi eine Legende, an die man nicht glaubt, weil sie so gut ist. Ja, super gesagt. Das ist der Grund. Wenn du könntest, würdest du mit deiner Ex-Freundin wieder zusammenkommen und die Erlebnisse wieder erleben? Also die schönsten. Wenn du könntest. Ja oder nein? Ob ich... Warte mal. Willst du wissen, ob ich jetzt wieder mit ihr zusammenkommen würde, wenn ich könnte? Ja. Nein. Einfach aus dem Grund nicht, wenn eine Person dich nicht haben will, warum sollte ich dann mit der Person zusammen sein? Also wenn es nicht füreinander bestimmt ist, dann soll es auch nicht so sein und dann sollte man nichts erzwingen. Wenn ihr eine Beziehung erzwingt, dann ist das wie bei einem Furz. Kommt dann am Ende wahrscheinlich Scheiße bei. Deswegen erzwingt es nicht und lass es einfach so... Einfach von alleine. Was ist deine Frage? Stell deine Frage. Ich wollte fragen, wie du deinen Cutter kennengelernt hast. Oh, ich habe meinen Cutter. Ist auch keine unangenehme Frage. Wir müssen jetzt darauf achten, dass die Fragen danach wieder unangenehm sind. Aber meinen Cutter habe ich kennengelernt, weil er mir die Thumbnails zuerst erstellt hat. Also er war so Thumbnail-Maker einfach. So ein richtiger Hartz-IV-Empfänger-Thumbnail-Maker auch noch. Und dann hat er meine Thumbnails gemacht und irgendwann meinte ich so zu ihm: Ich brauche auch jemanden wie dich für Videocutten. Und dann meint er zu mir, dass er das machen würde, aber nicht weiß, wie das geht. Und dann habe ich ihm das beigebracht. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. Also ich habe ihm das mit Videoschnitt und so beigebracht und jetzt ist er besser als ich im Videoschneiden. Und ja, Ronaldo ist halt besser als Messi. Ne? Wir müssen es akzeptieren. Hallo? Puta Madrid! Aber auf jeden Fall immer... Also zu der Frage. Ich bin ein bisschen aufgeregt darum. Sorry. Ja, alles gut. Brauchst nicht aufgeregt sein. Warte. Einmal einatmen. Und jetzt, wer länger herhalten kann. Was? Ja! Gewonnen, okay, stell deine Frage. Also meine Frage ist, was war das Peinlichste, was dir in der gesamten Schulzeit passiert ist? Es gab eine Sache, die war mir echt peinlich, obwohl die mir hätte nicht peinlich sein müssen. Ich war in der 5. Klasse, hat so einen Schulcrush, wisst ihr, wie ich meine? Und ich stand auf meinen Schulcrush, aber ich habe das keinem erzählt. Nur einem einzigen Freund und der hat das weitererzählt. Und das war mir so krass unangenehm, weil ich darauf angesprochen wurde. Mir hat dann einer auf Facebook geschrieben damals noch, von meinen Freunden. Ich habe gehört, du stehst auf die und die. Der hat mir das erzählt. Das war mir so krass unangenehm, dass ich mein Facebook löschen wollte, damit meine Eltern das nicht sehen. Ich wusste aber nicht, wie man Facebook löscht. Deswegen habe ich meinem Facebook-Account einfach ein richtig kompliziertes Passwort gegeben, damit ich nie wieder reinkomme. Aber ich habe mich dran erinnert und bis heute ist das mein Passwort. Okay, ja, Günnik. Ja. So siehst du also aus, während du deine Modarbeit machst. Am Stinken in seinem Zimmer. Oh ja. Genauso wie ich. Ja. Derselbe Aufwand. Okay, sag, da stell deine Frage, Günnik. Was ist so die größte Lüge, die du so mal deinen Eltern oder so erzählt hast? Boah, ich habe oft meine Eltern angelogen wegen Noten und sowas. Also ich habe auch schon einfach Noten gefälscht. Also ich habe so aus den Zahlen andere Zahlen gemacht oder weggemacht und was anderes draufgepackt. Aber die größte Lüge, die ich meinen Eltern gesagt habe, boah, ich weiß gar nicht. Frag mal, Mama? Jade! Warte, ich rufe sie kurz an. Ja, Mama, ich habe eine Frage. Ja? Was war das, woran du dich erinnerst, das Krasseste, wo ich dich jemals angelogen habe? Hey, yo! Warte, Mama, das war gerade ein Ding. Mama, das... Hattest du mich auf laut? Ja, ich hab dich auf laut. Alle hören mit. Was war das Schlimmste, wo ich dich jemals angelogen habe bei? Ja, als du einmal mich veräppelt hast, wo du Kindergarten
wollte ich schlafen. Tante hat auch bei dir geschlafen im Zimmer. Und dann hab ich dich geweckt. Dann habe ich gesagt, Hamid, geh Kindergarten. Ich muss euch zu Kindergarten fahren. Da hast du gesagt, mir geht's schlecht. Ja? Und nee, du hast gesagt, du kannst deine Beine nicht mehr bewegen. Und dann habe ich Gian alleine gefahren zu Kindergarten. Und kaum war ich aus dem Haus, hast du deiner Tante erzählt, Tante ist Mama schon losgefahren mit dem Auto. Da warst du gerade mal 5 Jahre alt vielleicht. Da hat sie gesagt, sie ist weg. Und da hast du gesagt, dann hast du so unauffällig getan, als hättest du gar nichts. Ja, aber was, okay, ja, okay, das war schon Kacke von mir und so. Aber was war das Schlimmste, wo ich dich jemals angelogen habe? Also Hamid, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass du mich angelogen hast. Muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch nämlich nicht, Mama, weil ich dich liebe. Nein. Deswegen kann ich wirklich nicht sagen. Also genau. Ich kann mich nicht erinnern, dass du mich einmal angelogen hast. Und das liegt daran, dass ich dich liebe. Deswegen würde ich dich auch niemals anlügen. Ich hoffe es. Ja. Mach's gut, Mama. Ja, mach's besser, Hamid. Ciao. Tschüss. Weil ich ein guter Lügner bin, Chet! Weil ich ein guter Lügner bin! Oh, yes! Wie lang ist dein Penis? Ja, ich hab kein Lineal, Digga. Wie soll ich das denn jetzt beantworten? Und außerdem ist meine auch gerade nicht so... Wisst ihr, wie ich meine? So in seinem... massiven Zustand. Jetzt gerade ist er eine Schlumpfversion. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist... kleines Stück guckt er auf jeden Fall über dieses Handy. Also so... also so ein kleines Stück noch über dieses Magst Handy. Magst du mein... schreib kurz die Länge rein, Justin. iPhone 14 Pro... also das teuerste. Habe ich für Vlogs und so geholt, Jungs. Das soll kein Flex sein jetzt. Meine Frage wäre, wurdest du... also war dein Zimmer schon mal offen und ob du dann beim Jackson erwischt worden bist? Ob ich schon mal beim was? Beim Jackson? Beim Jackson erwischt worden bist. Ich wurde in meinem Zimmer noch nie beim Jackson erwischt, weil ich nicht in meinem Zimmer jacks. Ich jacks nur, im Bad immer. Also über ein Waschbecken ist meine Lieblingsposition, aber auch unter der Dusche. Ich muss sagen, unter der Dusche finde ich sogar ein bisschen cleaner, dann habe ich so ein bisschen saubereres Gefühl. Ich wurde einmal erwischt und zwar von meinem kleinen Bruder. Ich habe vergessen, das, die Badtür zuzumachen und dann ist er reingekommen und ich war dabei und dann... hört auf mit den Sounds, bitte! Und dann haben wir uns einfach kurz angeguckt. Es war sehr, sehr unangenehm. Aber wir sind Brüder. Also er ist dann rausgegangen, ich habe weitergemacht. Aber es war halt für den Moment war schon echt unangenehm. Meine Frage wäre, mit welchem Promi würdest du eine Nacht verbringen? Das ist eine krasse Frage. Mit welchem Promi würde ich eine Nacht verbringen? Jo. Ich glaube Osama Bin Laden, weil ich mich frage, wie er sich so lange verstecken konnte. Oder geht's gerade so um mehr so um dieses Frauen? Ja, mehr Frauen. Ach so, ja, okay. Boah. Also welche Frau ich am attraktivsten finde, ist deine Frage eigentlich. Jo. Ich glaube, die heißt irgendwie... doch, hier. Scarlett Johansson, ja. Ah, okay. Die ist es. Mit der eine Nacht, Chat. Mit der eine Nacht. Hey, yo! Wenn du die Möglichkeit hättest, und egal welchem Chatter jetzt, mit wem würdest du es am meisten haben wollen? Nur aus dem Chat, von den Leuten, die du kennst. Aber es sind nur Jungs im Chat. Ja. Schon so fragst du mit, mit dir. Oh mein Gott! Aber wer bist du? Ich bin Nighty, ich bin dein Mod. Wer? Nighty, dein Mod. Ach, Nighty! Ich hab dich noch nie gesehen, das Face Reveal! Ich dachte, du bist viel hässlicher! Ich dachte, du bist so ein richtig... Alter, krass, du siehst ja aus wie ein normaler Mensch einfach. Bist du noch Jungfrau? Nein. Oh mein Gott! Einer meiner Mods, Chats! Einer meiner Mods, das ist einer meiner Mods! Let's go, Chat! Vamos! W's in den Scheiß-Chat! W's in den Scheiß-Chat! 90, Bitch! Das ist 90, Bitch! Wenn du deinen Arsch selber werten müsstest, findest du ihn geil? Digga, keine Ahnung, Digga, noch nicht drüber nachgedacht. Zeig mal die Kamera kurz. Also, ich würde schon sagen, da ist schon ein bisschen was so. Ja, ja, stark. Okay, danke. Ich liebe dich. Ich habe doch die Frage noch gar nicht beantwortet. Okay. Ich glaube, ich sag dir ehrlich, nein. Weil, so ich würde schon. Ich bin ganz ehrlich. Wow! Was soll das denn heißen? Ja, normal, ich bin schwul. Spaß. Das ist nicht schlimm. Warum sagst du Spaß? Ist doch nichts Schlimmes daran, schwul zu sein. Ding, hast du deine Mutter schon mal nackt gesehen? Ja. So, unangenehme Frage. Nein, habe ich noch nicht. Ich habe 2 Fragen, okay? Okay. Erste Frage ist, hast du schon mal eine Muschi gegessen, die so richtig gestunken hat? Ich habe noch nie, also ich war mit meiner Zunge da noch nie. Auch nicht Popo? Nein!
Popo ist doch noch viel schlimmer. Nein, Bruder, das kommt irgendwann, glaub mir. Aber warte, du hast es dann ja anscheinend gemacht. Nee, ich nicht. Ich hab dich! Ich hab dich! Wir haben einen Arschlecker! 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 Ja, moin. Ich hab Fragen. Justin? Was? Justin vom Peso! Nein. Ach so. Wie oft wächst du dir in der Woche? Okay, das sind echt unangenehme Fragen, ey. Aber, ich hab gesagt, ich beantworte alles ehrlich. Ich hab mir jetzt in dieser Woche. Was haben wir? Okay, in der letzten Woche, muss ich sagen, schon echt sehr, also ich habe jetzt versucht, richtig lange mit keinem mehr zu wichsen. Ich bin ehrlich, also zu Jackson. Ich habe jetzt bestimmt das letzte Mal so vorgestern. Ja, aber also DDD läuft nicht so bei dir. Was ist DDD? Meine Frage war, ob du schon mal einen Jungen geküsst hast. Was? Die Frage war, ob ich schon mal einen Jungen geküsst habe, ne? Kann auch mehrere sein. Ja, okay, ja, dann ja. Okay. Ich sag jetzt nochmal kurz die Geschichte zu den Küssen, damit ihr versteht auch, worum es geht. Ich habe mehrere Männer in meinem Leben geküsst, ja, sehr, sehr viele sogar. Also, ich hatte schon große, breite, dünne, kleine, alle Männer geküsst eigentlich. Es liegt aber daran, dass man bei uns in der Kultur immer rechts-links-Kuss gibt. Die Küsse. Und vielleicht mal mein Vater. Ist, wie ich mein? Aber so, also so normal Kuss nicht. Welches Streamerin würdest du gerne daten? Das ist so, Bruder, das ist echt. Also, guck, wenn ich die Möglichkeit hätte, ohne zu lügen, ich würde keine daten. Weil ich will lieber, würde lieber Handschellen haben im echten Leben. Wenn ich eine daten müsste, dann wäre es. Warte, ich guck mal kurz, welche Streamerin live. Dann wäre es Samantra. Go gets. Mir wurde von meinem Vater beigebracht, dass ich nie Schwäche zeigen darf und habe bisher auch nie Schwäche gezeigt. Barbie, Beste, aber du siehst. Dankeschön, Din. Besser aus. Alter, mein Name wurde einfach gesperrt. Sie wär's aber. Sie wär's. Warst du mal mit deinem Vater duschen? So als kleiner Junge oder so? Ja, kann sein, aber nicht, dass ich mich erinnere. Also nur mit meiner Mutter. Also als kleiner Junge, nur als kleiner Junge. Ja, hallo? Du hast jetzt die letzte Frage. Die allerletzte Frage ist bei dir. Ja, was ist deine Lieblingsposition und warum? Rechtsverteidiger konnte ich eigentlich auch sehr gut. Aber so Lieblingsposition, wenn ich eine nehmen müsste, wäre Sechser. Ja, deine Lieblingsposition. Ah. Fleax donatet 1 Euro. Schon Daddy. Meine Lieblingsposition ist. Oh, Digga, das sind echt unangenehme Fragen, ne? Das ist auch komplett in die falsche Richtung gegangen. Ich dachte, jemand fragt, okay, was ist so. Ich glaube, das Unangenehmste wird, was ist dein Gehalt oder so. Also, ich finde eigentlich. Also, ich habe nichts gegen irgendeine Position. Ich finde eigentlich alle Positionen cool. Meine Lieblingsposition ist. Missionärstellung, sage ich jetzt einfach. Okay, wir machen doch noch eine einzige unangenehme Frage, aber die nicht in diese Richtung geht. Okay, Güney? Pack noch einen rein, der eine unangenehme Frage stellt, die in eine andere Richtung geht. Und dann let's go. Es kommt auch drauf an, mit welcher Frau. Also ich mag die Position, wenn sie auf mir drauf ist. Okay? So in dem Bereich. Wenn sie so auf mir drauf ist und ich liege. Das ist meine Lieblingsposition. Das war's mit dem Video. Wenn ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, lasst einen Daumen nach unten da. Antwortet auch auf die Fragen ehrlich in den Kommentaren. Ich werde es mir auf jeden Fall nicht durchlesen.